Liebe Menschen des Rechts, der Kunst, der Liebe und des Verstands. Ich habe mich immer gefragt, warum im Film die Rechte nur jenen verlesen werden, die verhaftet werden. Ich finde, die Rechte müssen immer wieder verlesen werden, jeden Tag mindestens einmal, und zwar allen, denen sie gelten. Und das sind alle. Denn jene, die auf der scheinbar sicheren Seite jenseits von Verfolgung, Abschiebung und staatlicher Gewalt stehen, nehmen für selbstverständlich, was anderen mit großer Selbstverständlichkeit brutal aberkannt wird. Deshalb verlese ich euch jetzt eure Rechte. Erstens, alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen. Zweitens, jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person. Drittens, niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden. Viertens, jeder hat das Recht, überall als rechtsfähig anerkannt zu werden. Fünftens, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und haben ohne Unterschied Anspruch auf gleichen Schutz durch das Gesetz. Alle haben Anspruch auf gleichen Schutz gegen Diskriminierung. Sechstens, niemand darf willkürlich festgenommen, in Haft gehalten oder des Landes verwiesen werden. Siebtens, niemand darf willkürlichen Eingriffen in sein Privatleben, seine Familie, seine Wohnung und seinen Schriftverkehr oder Beeinträchtigungen seiner Ehre und seines Rufes ausgesetzt werden. Jeder hat Anspruch auf rechtlichen Schutz gegen solche Eingriffe oder Beeinträchtigungen. Jeder und jede hat das Recht, sich innerhalb eines Staates zu bewegen und seinen Aufenthaltsort frei zu wählen. Jede und jeder hat das Recht, jedes Land einschließlich seines eigenen zu verlassen und in sein Land zurückzukehren. Neuntens, jede und jeder hat das Recht, in anderen Ländern vor Verfolgung Asyl zu suchen und zu genießen. Zehntens, jede und jeder hat als Mitglied der Gesellschaft das Recht auf soziale Sicherheit und Anspruch darauf, durch innerstaatliche Maßnahmen in den Genuss der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte zu gelangen, die für seine Würde und die freie Entwicklung seiner Persönlichkeit unentbehrlich sind. Elftens, jede und jeder hat das Recht auf einen Lebensstandard, der seine oder ihre Gesundheit und Wohl gewährleistet, einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche Versorgung und notwendige soziale Leistungen sowie das Recht auf Sicherheit im Falle von Arbeitslosigkeit und Krankheit im Alter sowie bei anderweitigem Verlust seiner Unterhaltsmittel durch unverschuldete Umstände. Soweit ein Auszug aus der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Our stage is your stage. The streets.